Guten Abend und herzlich willkommen hier zu unserem nächsten Webinar bei JFD Bank und natürlich auch herzlich willkommen im Namen von JFD. Mein Name ist Stefan Frolichowski, ja, wie immer für diese typische Art von Webinaren, wobei wir heute irgendwie ganz schön was anderes machen. Aber gleich dazu mehr. Ich muss noch eben zu Ende reden, also den Eingangssatz. Heute ist der 18. September 2019. 19 Uhr, also alles wie gewohnt, mittwochs gleiche Uhrzeit, passt alles. Warum sage ich nochmal gerade die Uhrzeit? Heute ist nachher noch ein Event. Wahrscheinlich die meisten wissen es. Ich bin da immer eher der, der sowas gar nicht unbedingt auf dem Radar hat. Natürlich ist heute noch der FED-Zinsentscheid um 20 Uhr und um 19:50 Uhr geht dann auch ein anderes Webinar los. Wir behindern uns nicht unmittelbar. Ich gucke trotzdem mal, dass ich vielleicht heute ein bisschen früher fertig bin. Der eine oder andere will dann vielleicht gerne auch wechseln. Also ein zweites Webinar um 19:50 Uhr. Wer da jetzt sich nur anmelden will, auch kein Problem. Dann auf der Homepage von JFD natürlich. Warum ist das Webinar heute ein bisschen ungewöhnlich? Stefan redet über Charttechnik. Ihr wisst, eigentlich rede ich immer über Trading-Strategien, Mathematik, Statistik und all solche Dinge. Also Statistik machen wir in der Tat heute keine. Denn wir reden heute über Renko-Charts. Renko-Charts sind einfach ein anderer Chart-Typ. Es gibt noch mehr als die normalen Candlesticks. Aber Renko-Charts sind dann wirklich auch anders. Kommen wir natürlich zu. Und trotzdem steht eigentlich schon fast alles über Renko-Charts hier allein im Titel. Ein preisbasierter Perspektivwechsel. Wenn ich auf dem Wort preisbasiert noch ein bisschen rumreite, hätte ich eigentlich alles über Renko-Charts erzählt, was man über Renko-Charts wissen muss. Trotzdem sollte man wirklich genau wissen, wie die entstehen und nur dann kann man die aus meiner Sicht auch wirklich sinnvoll einsetzen. Vielen Dank übrigens für die zahlreichen Grüße hier über das Panel. Vielen Dank dafür. Und ihr seht auch wiederum in eurem Panel, die Folien von heute sind zum Download natürlich schon bereit. Und wer irgendwelche Fragen hat oder nachher noch, ich habe zwei Excel-Sheets, habe ich trotzdem heute, hat natürlich gerne hier über s.friedrichowski@jfdbank.com und natürlich gerne, wie immer, redet mich ruhig direkt mit du an. Ich selbst tue es hier im Webinar ja de facto auch. So, dann wollen wir natürlich gleich mal ein bisschen schneller reden heute, wenn ich schon 10 Minuten früher fertig sein will. Nichtsdestotrotz muss ich wie immer einmal den Risk-Disclaimer natürlich zeigen. Ihr wisst, wir reden über Traden, wir reden über Trading-Strategien, heute sogar einen Ticken weniger, aber egal. Aber nichtsdestotrotz, wenn es final um eure Trading-Entscheidungen geht, dann tut ihr diese Dinge natürlich auf eigene Verantwortung und mit eigenem Risiko. Aber das muss halt wie immer mal einmal gesagt werden, wie in jedem Webinar. Genau. Gehen wir ein bisschen durch den Inhalt von heute. Übrigens, wenn solche komischen Sprechpausen entstehen, dann ist es immer, weil ich dann gerade hier in dem Chat nochmal lese, ob ich schon irgendwas unmittelbar beantworten kann und sollte. Und ihr wisst, der Mensch ist nicht multitaskingfähig und das führt fast automatisch zu solchen komischen Sprechpausen. Was machen wir genauer? Natürlich reden wir über die Renko-Charts, wie die entstehen und wie man die definiert und wie man da eigentlich vorgeht. Ich will aber wirklich heute so weit gehen, dass ihr quasi auch wisst, wie man die wirklich selber erstellen würde. Das ist mir insofern wichtig, weil dann versteht man auch wirklich, wie Renko-Charts funktionieren und vor allen Dingen die typischen Hilfsmittel, die ich nachher im MT4 verwende, um Renko-Charts darzustellen, haben nämlich ein paar Schwachstellen. Die werden eigentlich nur dann offensichtlich, wenn man wirklich weiß, wie Renko-Charts entstehen. Sei schon mal vorweg gesagt, wer Renko-Charts wirklich haben will, braucht Tickdaten und nichts anderes. Man kann nicht wirklich aus einem M1-Chart einen Renko-Chart machen. Das Gute ist, man kann es aber gut genug, sodass es also doch wieder funktioniert. Aber es könnte im Detail Unterschiede geben. Die sind sicherlich nicht kriegsentscheidend, aber es ist wichtig zu wissen. Eigentlich tritt das
Problem nur auf, wenn man bestimmte Parameter dann wählt. Erst dann wird es wirklich sichtbar. Bei Renko Charts gibt es nachher auch was einzustellen. Da gibt es eine Grundgröße. Ich sage es schon mal. Die heißt die Wick Size. Das ist die Größe von den Candles. Und wie man da sinnvoll vorgeht, will ich natürlich erläutern. Und schließlich und endlich will ich euch mal so einen kompletten Chartüberblick aus Renko Charts mal machen, um mal ein bisschen zu sehen, wie man eigentlich aus Renko Charts heraus dann tatsächlich auch traden würde. Natürlich diskretionär, also jetzt nicht im Sinne einer Trading-Strategie mit festen Regeln, aber ich habe schon mal ein paar Hinweise, wo ihr auch genau sowas findet. Okay, es ist 9:05, 5:07. Jetzt sollte ich endlich mal den ersten Renko-Chart auch gezeigt haben. Hier haben wir ihn. Stört euch nicht dran, dass ihr unten die Zeitachse gar nicht lesen können. Das Einzige sei mal dabei gesagt, was wir hier sehen, ist den euro-kanadischen Dollar mit einer Brick-Size, da komme ich gleich noch genauer drauf, von einem Pip. Okay, wir sehen Candles, okay, eigentlich so wie immer. Einziger Unterschied, die Candles haben keine Lunden und keine Dochte. Okay, sei es drum. Irgendwie gibt es rote und blaue. Ist auch so, die blauen sind die, die nach oben gehen und die roten sind die, die nach unten gehen. Also die blauen wären sozusagen die Long Candles und die roten wären gewissermaßen die Short Candles. Ja, und jetzt steht da schon, die Brick Size ist ein Pip. Man ahnt natürlich sofort, was das genau heißen soll. Das ist exakt die Höhe von einer solchen Candle, also von einem solchen Brick. Ja, und das ist schon der ganze Renko-Chart. Man hat natürlich hier eins verloren. Nicht nur, ihr könnt unten die Zeitachsen nicht lesen, die wäre ohnehin auch falsch, kommen wir nachher noch drauf. Es ist rein preisbasiert. Immer wenn die Bewegung ausreicht, um einen solchen Brick zu zeichnen, wird er gemalt. Wie lange das dauert, hier könnte ein solcher Brick, der könnte theoretisch 3 Tage lang sein. Ist hier nicht, aber wir wissen es auch nicht. Wir sehen es auch nicht. Das heißt, die Zeitinformation geht verloren. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ups, ja, aber die will ich doch haben. Naja, eigentlich nicht. Dass Nächte langweilig oft im Forex-Markt sind und dann nichts passiert, das wissen wir auch so. Und worauf reagieren wir denn wirklich? Auf Preisänderungen. Preisänderungen sind das, was ja auch die Trade-Entscheidung nachher ausmacht. Natürlich kann man auch andere Dinge in die Waagschale werfen. Das will ich jetzt nicht völlig beiseite schieben. Sowas wie, naja, jetzt sind wir schon seit 3 Tagen in einer engen Range. Jetzt muss doch was passieren. Okay, das ist die Art, die wir hier verlieren. Umgekehrt gibt es da auch Möglichkeiten, warum wir die Donner sehen. Aber wirklich entscheidend ist eigentlich immer nur der Preis. Erst recht, wenn wir nachher an unsere Trades denken. Denken wir mal, also ein Trade, damit der in Take Profit oder Stop Loss läuft, naja, spätestens dann brauchen wir Bewegung. Das heißt, wir brauchen jetzt unbedingt Bricks in unsere Richtung. Wenn er dann nämlich die ganze Zeit nur auf der Stelle tritt, nützt uns das eh nichts. Das heißt, in Phasen, wo wir jetzt Bewegung haben, die werden wir hier genau und viel sauberer identifizieren. Und das ist auch mit das Interessante am Renko-Chart. Kommt gerade schon die ersten Fragen. Funktioniert beim Renko auch Elliott-Wellen? Gewissermaßen noch viel schöner, weil die Wellen, wie man hier schon erahnt, werden eigentlich viel besser sichtbar. Natürlich in Einheiten der Brick Size. Das heißt, das ist hier die zentrale Größe. Kommt schon auch ein anderer Hinweis. Das heißt, man müsste beim Renko-Trading immer vorm PC sitzen, weil man nie weiß, wann die nächste Kerze kommt. Sagen wir mal so, ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Aber was interessiert mich das? Ich gucke auf diesen Chart und ich würde einen Trade meinetwegen platzieren im Sinne einer Limit- oder Stop-Order. Naja, und wann dann diese gerissen wird, ist mir eigentlich völlig egal. Ich habe eine Trade-Entscheidung getroffen.
Und selbst wenn ich jetzt sage, okay, ich mache keine Limit- oder Stop-Order, also keine Pending-Order, sondern ich will jetzt überlegen, gehe ich long, gehe ich short? Ja gut, dann tue ich's. Dazu brauche ich aber auch nicht auf die nächste Kerze warten, weil eins ist auch klar, die nächste Kerze im Renko-Chart ist immer genau eine Wick-Größe groß und nichts mehr. Das heißt, wenn das jetzt die alles kriegsentscheidende Frage ist, ist jetzt die nächste grün, rot oder blau, würde ich die anzweifeln, ob die Strategie sozusagen hundertprozentig valide ist. Aber von daher ist ja alles bestens im Renko-Chart erstmal präzisiert und vor allen Dingen die Struktur ist viel einfacher und deutlicher zu lesen. Ich habe mal gleich noch ein zweites Beispiel, weil ich will nämlich gewissermaßen auch schon auf eins hinweisen. Das werden wir nachher auch im Chart haben, dass ich zum Teil mal zwei Charts gleichzeitig habe. Und zwar den normalen und den Renko-Chart gleichzeitig. Und ich weiß oder ich kann vorhersagen, was jeder von euch tut. Ihr versucht die Ähnlichkeiten in diesen zwei Charts zu finden. Geht mir übrigens nicht anders. Und gleich der Hinweis, vergesst es. Es ist sinnlos. Ein Renko-Chart, dadurch, dass er keine echte Zeitachse hat, die wird nur hier virtuell angezeigt, er ist nur mal rein preisbasiert. Und jetzt die Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Charts wirklich zu finden, hilft mir ohnehin nicht weiter. Ich habe es hier mal gemacht, damit ihr mal seht, wie verquer das abläuft. Da oben ist der DAX, und hier unten der Renko-Chart. Und die wirklich beiden Stellen, die hier zueinander gehören, ich habe es mit dem Pfeil miteinander markiert. Wie konnte ich das überhaupt feststellen, wenn ich doch hier unten gar keine Zeit habe? Ich habe einfach auf den Kurs geguckt. Also ich habe den gleichen Kurswert gesucht und dann weiß ich, dass diese Spitze hier unten diese hier ist. Und natürlich geht jetzt jeder hin und versucht wieder die Gemeinsamkeiten zu suchen. Wieder die Empfehlung, vergesst es. Der Renko-Chart hat sein Eigenleben und dadurch, dass er rein preisbasiert ist, bringt die Suche nach diesen Ähnlichkeiten gar nichts. Wer sich für Renko-Charts entscheidet, dem kann ich nur sagen, der schiebe, und das machen wir nachher auch, das obere Fenster weg, weil die Kombination der beiden Informationen bringt mich eh nicht wirklich weiter. Schön ist die Struktur hier zu sehen. Das ist das sozusagen wirklich Interessante. Also die Struktur des Marktes, des Auf und Abs. Und das, also ich glaube, da gibt mir jeder recht. Also hier oben, naja, die Struktur zu erkennen, naja, da ist mir doch lieber diese Bewegung, wie das hier mit den blauen und den roten Kerzen ist. Also es ist intuitiver. Und das ist auch gut so. Das hilft dem Auge, weil wir sind immer visuell veranlagte Menschen in aller Regel. Sonst würden wir uns den Tick-Chart als Zahlenkolonne angucken. Und die visuelle Aufnahme vom Renko-Chart ist deutlich einfacher. Gut, wie geht es da nur genauer vor? Jetzt erstmal zur Definition. Also das Ganze kommt, wie schon die Candlestick-Charts, die normalen, kommt aus dem Japanischen. Und da gibt es ein Wort Renga und das übersetzt sich zu Brick im Englischen und das übersetzt sich im Deutschen zu Ziegel. Und deswegen haben wir hier sozusagen Ziegelstein-Charts und so sehen sie ja auch aus. Und von daher finde ich bleibe nachher auch immer, ich nenne nachher nicht die Ziegelgröße, sondern ich nenne es immer Brick Size, weil zum einen steht das auch so immer in den Indikatoren und überall in der Literatur. Deswegen bleibe ich da mal beim Brick und Brick ist einfach nur die englische Übersetzung von Ziegel. Die Basis aller Charts, egal ob jetzt Candlestick oder dann hier Heiken oder Candlesticks normale, der Ursprung aller Charts ist immer der Tick-Chart, also eigentlich die Liste aller Ticks. Ein Tick entsteht dann, wenn ein Preis gestellt wurde oder ein Handel zustande gekommen ist. Beim Aktientraden ist es wirklich ein echter Handel. Im Forex-Markt könnte es theoretisch auch eine Preisstellung einfach nur sein. Die genauen Feinheiten interessieren uns hier aber nicht. Wir wissen, es kommen Ticks und aus denen bilden wir den Chart. Und so eine MT4-Plattform übernimmt uns das. Und was wir wahrscheinlich die meisten von uns machen, wir gucken uns sonst immer Candlestick-Charts an.
Und jetzt gucken wir uns das mal ganz mathematisch an. Ein Candlestick-Chart ist eigentlich nichts anderes als die Reduktion der Ticks auf eine Zeitbasis. Das soll heißen, man guckt sich eine Stunde von Ticks an, meinetwegen zwischen 1 Uhr und 2 Uhr, und sucht einfach nur den Open. Okay, das ist der erste Tick, den Close, das ist der letzte in der Stunde, und dann gibt es noch ein Hoch und Tief. That's it. Das heißt, wir reduzieren alle Ticks von einer Stunde auf vier Zahlen. Open, High, Low, Close. Das hatte ich schon mal in einem anderen Webinar auch so ein bisschen auch extra gesagt. Was wir hier eigentlich machen, ist eigentlich nur eine Kompression, eine Datenreduktion. Die ist übrigens verlustbehaftet. Das heißt, es ist so ähnlich wie so ein JPEG-Bild. Wir haben ursprünglich einen PNG-File oder einen BMP-File mit einem Bild als RAW-Information. Naja, und dann vernudelt man das, zum Beispiel im Sinne der Kompression, damit es kleiner wird, was die Megabytes angeht. So ähnlich ist ein Candlestick-Chart. Es ist eigentlich nur eine Reduktion, in dem Fall auf die vier Zahlen, für die entsprechende Zeiteinheit. Und wenn ich einen M5-Chart mache, mache ich es auch nicht anders, dann nehme ich nur halt die Ticks von 5. Genau. Wo ist der Unterschied zu Point Figure? De facto ist er nicht wirklich vorhanden. Also es ist eine ganz ähnliche Repräsentation. Das war mal eben eine Frage, die reingeflogen kam. Renko-Charts wiederum machen das jetzt anders. Wir fangen einfach irgendwo an. Und dieser Brick ist dann zu Ende, wenn die Preisbewegung eine bestimmte Schwelle, nämlich die Brick Size, überschreitet. Und das ist alles. Dann haben wir den Brick zu Ende und ab jetzt warten wir wieder, bis wir entweder die Brick Size nach oben oder nach unten wieder überschritten haben, also mit einem der nächsten Ticks. Und dann ist auch wieder diese Brick, diese Candle zu Ende. Und deswegen ist auch der Renko-Chart ein rein preisbasierter Chart, weil keinerlei Zeitinformation drin ist. Das ist die ganze Definition. Oder um es nochmal kurz zu fassen, Candlesticks sind zeitbasiert und repräsentieren in der Zeit dann den Preis mit den vier Zahlen. Und der Renko-Chart ist einfach nur preisbasiert auf Basis der Brick-Größe. Bevor ich jetzt weitermache und das genau zeige, kleiner kurzer Exkurs, weil das der ein oder andere, weiß ich, immer auch noch zusätzlich interessant findet. Wenn man jetzt wirklich mal so einen Renko-Chart vom ganz Anfang an machen will, dann braucht man natürlich Tickdaten. Wo gibt es Tickdaten? Also Download von Kursdaten auch auf Tickbasis ist bei Dukas Copy beispielsweise möglich. Als eine Variante, kurz gezeigt, sieht einfach so aus, dass man hier sagt, zum Beispiel Euro, US-Dollar. Man will Ticks haben. Und der einzige sozusagen Wermutstropfen ist, man kann immer nur einen Tag runterladen. Das heißt, man sagt hier welchen Tag, Download, und dann hat man die Tickdaten von diesem Tag für dieses entsprechende Symbol. Dazu muss man sich einmal anmelden, also nach einer Registrierung. Und die gute Nachricht ist, ich habe noch keine einzige Werbung deswegen gekriegt. Also scheint ziemlich sauber zu laufen. Also da bekommt man zum Beispiel Tickdaten her. Das Ganze kann man übrigens aber auch teilautomatisieren. Da gehe ich jetzt nicht in die Tiefe, weil das würde das Webinar, also nur zu viele dann langweilen, das verstehe ich auch. Man kann das auch über Python und in diesem Link, da kann man sich ein paar Tools runterladen. Und dann ruft man einfach nur noch ein Python-Skript auf und kann dann den Download sogar fast automatisieren. Also nur mal kurz gezeigt, wie sieht das dann aus? Ich springe mal hier rein und jetzt muss ich mal kurz warten, bis das Bild auch für euch alle da ist. So, da haben wir es. Und das sieht dann einfach so aus, dass ein Befehl, Duka, Euro, US-Dollar, minus T1, vergesst mal was, warum, minus S heißt Startdate, und dann würde er jetzt hier die Tickdaten runterladen ab dem 16.09., wenn ich Return drücke, und dann lädt er in dem Fall jetzt für 2 Tage, nämlich den 16.09. und den 17.09. Der 18. läuft ja noch, und das war es auch schon. Und dann sind auch die Tickdaten hier bei mir auf dem Rechner.
Also geht ziemlich elegant und recht schnell. Einzige Wermutstropfen will ich nicht unerwähnt lassen. Da gibt es noch ein paar Bugs in dem Skript. Manchmal hängt das. Es ist nicht von mir. Und theoretisch kann man da auch direkt M1, H1 und sonst was Daten runterladen. Wenn man die entsprechende Hilfe einmal aufruft und dem Link folgt, erfährt man auch wie. Da habe ich allerdings auch noch ein paar Bugs drin gefunden. Das ist alles, was mit japanischem Yen ist. Und manchmal funktioniert die Konvertierung nicht. Wollen wir jetzt nicht vertiefen. Aber so kommt man an die Tickdaten, wer da grundsätzlich Interesse hat und auch das Ganze vielleicht sogar teilautomatisieren möchte. Jetzt wollen wir uns aber das Ganze mal anschauen. Wenn man jetzt mal so einen Tick-Datensatz nimmt, dann sieht das zum Beispiel so aus. Jetzt muss ich, hoffe ich, dass mein Rechner hier immer schnell genug mitmacht. Mache das Ganze nur mit Daten von einem einzigen Tag. So, das heißt, ich habe hier genau die Daten runtergeladen von einem Tag und man sieht schon, okay, da haben wir das Datum, die Uhrzeit, dann gibt es auch jetzt schon Subsekunden natürlich und dann gibt es mal den Ask-Preis und den Bid-Preis und das Ganze ist ein Tag und ein Tag hat hier, ich springe mal einmal ans Ende, das hätte ich mir vielleicht doch besser nicht machen sollen, das dauert wieder so lange, ein Tag hat hier ungefähr 86.000 Zeilen. Das macht die Umrechnung sehr einfach, heißt, wir haben genau im Schnitt über den Tag verteilt, jede Sekunde einen Tick, weil ein Tag hat ja 86.400 Sekunden. Das ist aber irgendwie, glaube ich, Zufall für heute. Und es ist der Euro-US-Dollar, der relativ stark getradet wird. Und jetzt machen wir daraus einen Renko-Chart. Ich sage schon mal vorweg, das, was hier als Renko scheinbar zu sehen ist, ist noch nicht wirklich der Renko-Chart. Soll nur illustrieren, was hier eigentlich passiert. Ich fange hier einfach beim ersten an und natürlich fängt dann meine erste Candle logischerweise mit genau diesem Preis auch an, der nämlich hier als Bitpreis steht. Und ich kümmere mich jetzt hier nur um Bitpreise. Und alles, was ich jetzt mache, ist, ich frage hier beim Renko einfach nur, ist die Differenz zu meinem Startpreis größer als meine Brick-Size? Wenn ja, schmeiß mir den Kurs raus. Und das passiert hier irgendwann mal zum ersten Mal da. Da ist genau die erste Candle zu Ende, weil hier war der Preis, die Preisbewegung jetzt groß genug und wir haben den ersten Brick sozusagen beendet. Das kann man sehr schön hier in Excel sozusagen einfach simulieren. Und jetzt will ich aber auch gleich auf das erste hinaus. Ihr seht, da oben steht meine Brick Size, die habe ich hier, die ist jetzt gerade 2 Bips. Und hier steht so eine Zahl 266. Das ist nicht uninteressant. Die sagt mir nämlich, wie viele Bricks hat jetzt genau dieser Tag, wenn ich die Brick Size auf 2 Bips nehme. Das heißt, und das sind 266. Das heißt, ich habe jetzt quasi meine Kursdaten, meine knapp 90.000 Ticks reduziert auf 266 Candles. Ich habe die jetzt nicht als Candle hier dargestellt, sondern als Linie gegen die Uhrzeit. Deswegen ist es noch kein wirklicher Renko, weil hier unten noch die Uhrzeit steht. Und hier darunter ist sozusagen wirklich der Tickchart. Ändern wir mal die Größe, um zu sehen, was denn hier eigentlich so dann passiert. Ich gehe mal auf 3 Bips hoch. Ihr seht, das Ganze wird hier so ein bisschen smoother, also so ein bisschen geglätteter. Und das ist auch mit einer Eigenschaft von Renko-Charts, nämlich sie nehmen mir, ich nenne das mal, das Marktrauschen aus dem Preis. Das ist nicht uninteressant. Also hier dieses ganze Auf und Ab und was man übrigens hier in dem Tick-Chart, der hier geplottet ist, auch sieht. Naja, die ersten 6 Stunden sind noch relativ langweilig. Das sieht man allein, dass hier das Rauschen kleiner ist. Und erst danach geht auch das Rauschen gewissermaßen wirklich los. Schon mit einer Brick-Size von 3 Bips haben wir schon nur noch 127. Und so könnte das Spiel hier weitergehen. Und 79. Und der wird quasi immer glatter. Ich mache den mal noch einen Ticken größer. Nehmen wir mal zum Beispiel auf 5 Bips. Und dann haben wir schon nur noch 43
echte Candles. 43 Mal reichte die Bewegung aus, um in Summe eine Distanz von 5 Bips abzumarschieren. Ich kopiere mal das eben und schmeiße das mal hier hin und füge das hier wieder ein. Kurz paar Excel-Schritte, ich lösche das, was da drüber steht, und dann sortiere ich das nochmal, weil ich will zeigen, wie man hier wirklich gewissermaßen wirklich den Renko-Chart erzeugt. Und hier haben wir genau unsere 43 Candles. Und wenn ich jetzt das Ganze plotte, dann habe ich de facto meinen Renko-Chart. Nur nicht in Bricks, sondern hier als Linie. Und das ist jetzt die Reduktion eines ganzen Tages auf 5 Bips große Renko-Bricks. Irgendwie sieht das angenehmer aus. Natürlich ist der Verlauf noch da. Also der ist jetzt nicht irgendwie komplett verloren gegangen. Wie auch da, wo es im Chart runtergeht, geht es natürlich irgendwann auch im Renko-Chart nach unten. Aber die Information ist sozusagen prägnanter. An dem Tag war natürlich Short die präferierte Richtung. Und natürlich, wie immer gilt, keiner weiß, wann die Bewegung aufhört. Und wer die jetzt schon morgens früh eingegangen ist, lag auf der richtigen Seite. Ihr kennt die ganze. Das ist natürlich alles klar und auch sozusagen vernünftig. Die Renko-Charts haben jetzt nicht irgendwie ad hoc eine höhere Prognosewirkung, um Gottes Willen. Das nicht. Aber sie liefern mir die Information zum Trade besser. So viel, wie sie wirklich entstehen. Und was man definitiv hoffentlich auch hier gemerkt hat, hier kommt es auf jeden Tick an. Ein Tick, der groß genug ist, aus der Schwelle rauszugehen, führt zu einem Brick, also zu einer Candle. Das ist natürlich in einem normalen Chart, das könnte so ein Spike sein, was wir nachher so als Doji-Kerze sehen, wird in einem Renko-Chart, wenn jetzt unsere Brick-Size eher klein ist, was so eine richtig schöne Doji-Kerze ist, wird wahrscheinlich zu so einer Art, also natürlich kann ich jetzt ganz verrückte Kursverläufe mir innerhalb einer Kerze überlegen, aber es wird wahrscheinlich eher so ein Herzschlagmuster, also so rauf, viel weiter runter und wieder rauf auf den alten Level. Das würde ich in einem Renko-Chart natürlich dann richtig schön sehen. Doji-Kerzen gibt es da natürlich nicht. Was wir natürlich dadurch haben, ich nehme mal sogar hier eine Bemerkung auch mit auf, durch diese Glättung haben wir schon den Hinweis darauf, dass wir vielleicht eher nicht in Fehltrades, also in so Fehlausbrüche reinlaufen. Alles keine Garantie, aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Gut, jetzt muss ich nochmal wieder den Bildschirm wechseln. Das Dumme ist, genau dieses Excel-Sheet hier zieht ganz schön Ressourcen mit seinen 90.000 Zeilen und dem, was dahinter ist. Aber wir wechseln wieder zurück in die Präsentation. Gut, wenn man jetzt Renko-Charts im MT4 machen will, man will ja natürlich da nicht hier jedes Mal neu berechnen und sich unbedingt vorher die Tickdaten runterladen. Deswegen der Hinweis auf zwei Indikatoren. Wenn ihr genau diese Namen, wie zum Beispiel diesen hier, eintippt, dann findet ihr auch garantiert die Downloadquelle. Und wenn alles schief geht, einfach auch mir schreiben, die sind frei verfügbar, also kann ich es auch weiterschicken. Wir verwenden gleich im MT4 zwei Indikatoren. Der eine heißt Renko underscore, also unterstrich Charts. Der ist besonders einfach in der Hand haben. Beachten muss man da, dass man die Brick Size nicht in Bips eingibt, sondern in Punkten. Also, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Punkte, also zum Beispiel beim DAX ist ein Punkt 0,01. Das ist ein Punkt. Also, Brick Size 1 im DAX wäre 0,01 Bewegung. Also, ja, nicht verwenden. Wenn man zum Beispiel einen Punkt DAX, dann wären das 100 Punkte. Im Forex sind sozusagen genau die Stellen von hinten. Also der typische Forex, jetzt nicht die Yens, die japanischen Yens haben ja 5 Stellen hinter dem Komma. Und die letzte Stelle ist sozusagen 1, 2, 3, 4. Und die zweitletzte Stelle, also die, die eigentlich die Bips macht, sind dann die Zehner. Das sind dann in Punkten.
Was das Ding ist halt schön einfach, hat einen Nachteil, die Zeitachse wird einfach übernommen wie vom normalen Chart. Das heißt, die ist einfach falsch. Also die ist zwar da, die stimmt aber nicht. Also weil der ist nach wie vor äquidistant einfach so dran geschrieben. Und dadurch fängt man wieder an zu vergleichen mit dem normalen Chart. Ein zweiter Indikator ist der Renko Live Chart unterstrich V600 unterstrich Indi, also für Indikator. Und der erzeugt sogenannte Offline-Charts. Das ist nicht ganz uninteressant. Da wird ein zweiter Chart nicht von dem Indikator geöffnet. Den muss man selber öffnen. Ich zeige es gleich als Beispiel. Hier muss man dann die Brick Size in Bips eintippen. Und der Vorteil ist, in diesen Offline-Charts kann man dann wiederum auch ganz normale Indikatoren verwenden. Das wird nicht uninteressant. Warum nicht auch im Renko-Chart wieder einen EMA reinzulegen? Oder welchen favorisierten Indikator ihr auch ansonsten habt. Das heißt, ihr könnt ein bisschen mehr noch von der normalen MT4-Funktionalität verwenden. Renko im MT5 wäre auch wichtig. Ich habe jetzt noch nicht gesucht, aber ich bin mir nahezu sicher, man findet das Pendant von diesen Indikatoren, die ich hier habe, auch für den MT5. Also es würde mich überraschen, wenn das noch keiner gemacht hat. Aus praktischen Gründen wendet man übrigens die Indikatoren am besten auf M1-Chart an. Also natürlich eigentlich auf Tick-Daten, aber es gibt keinen Tick-Chart. Deswegen nimmt man die kleinste Zeiteinheit, M1-Chart. Und dann ist es trotzdem manchmal erforderlich, dass man diese Charteinstellung verändert. Das geht nur bei dem ersten Indikator, weil sonst vielleicht einem die Historie zu klein wird. Empfehlenswert nur, wenn die Brick Size auch tatsächlich ein bisschen größer ist, weil sonst führt es zu fehlerhaften Charts. Und wiederum nicht den M1-Chart als Basis zu verwenden, geht nur für den erstgenannten Indikator. Gucken wir uns das mal ganz praktisch an, damit ihr seht, wie das sozusagen unmittelbar funktioniert. Dazu mache ich mal einen Chart größer. Aber ich mache es einfach nur so ein bisschen größer. Und wir nehmen einfach mal den Euro, Neuseeland-Dollar und den Indikator. Jetzt schmeiße ich nochmal eben den RSI überhaupt hier weg. Nee, den ATR, den hatte ich da mal drin. Ja. Die Fenstergröße ist übrigens jetzt so gewählt. Ich habe ja immer noch mein GoToWebinar Control Panel und der liegt sozusagen jetzt noch rechts daneben. Deswegen genau diese Größe hier. So, der erste war Renko Charts, den wirft man hier drauf. Und bevor wir hier irgendwas einstellen, ganz wichtig, Import von DLLs zulassen. Das muss angeklickt sein, sonst funktionieren die Dinger nicht. Also, nicht wundern, wenn es nicht funktioniert, das könnte der Grund sein. Und dann muss man hier, das ist wahrscheinlich Russisch, ich weiß es nicht, die Größe angeben. Und da steht jetzt 40, das wären 4 Bips. Okay, nehmen wir. Und da ist er. Also haben wir hier jetzt unseren Renko-Chart. Und ihr seht, so habe ich auch vorhin den Screenshot vom DAX gemacht. Und natürlich beginnt wieder das gleiche Spiel. Wir versuchen, die gleichen Stellen zu finden. Um das gleich vorwegzunehmen. Wichtig ist, dass das gar nicht gehen kann, seht ihr sofort anhand der Y-Achse. Die geht für den normalen Chart hier oben von 1,73 bis, ich sehe es nicht, 1,748, während sie in meinem Renko-Chart schon bei 1,71 startet. Also irgendwie muss da noch eine andere Historie sozusagen hinter sein. Es kann ja auch nicht sein, dass die sozusagen Anzahl der Candles hier von rechts nach links, die Anzahl ist zwar gleich, aber dass die dann die gleiche Zeit umfassen, ist natürlich, warum? Renko-Charts sind ja anders, haben wir jetzt gelernt. Und ich hatte jetzt gesagt, eigentlich sollte man den auf M1-Basis machen, dann mache ich das noch. Und jetzt seht ihr, ja, das ist genau das, was so gerne dann passiert. Dann reicht hier schon mal die Historie nicht. Das Gute ist, wenn ihr es einfach laufen lässt, dann füllt sich die Historie von selbst auf und irgendwann interessiert einen das nicht mehr. Und um das zu beheben, kann man auch hier einfach mal auf M5 gehen. Bei einer Brick Size von 4 Bips oder 40 Punkten ist das verkraftbar. Von daher soweit in Ordnung. Okay. Gibt es nicht von JFT einen Renko-Indikator? Also wenn dem so ist,
Das ist natürlich blöd, wenn ich es jetzt nicht erwähnte. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ansonsten gibt es noch die anderen Tools. Schön wäre natürlich. Mal gucken, ob noch irgendjemand das vielleicht schon weiß oder bestätigen kann, ob es das direkt von JFD gibt. Ansonsten, wie gesagt, im Internet genau die Namen eintippen und ihr findet es. Und wenn das nicht hilft, dann mir die E-Mail schreiben. Kriegt gerade nochmal einen Hinweis. Anhand der Höhen bekommt man ein Auge dafür, was zusammenpassen könnte. Aber man liegt da auch gerne falsch. Nochmal, ich empfehle ganz klar, das genau anders zu machen. Weg damit. Ganz weg kriege ich hier nicht, aber hier ist unser Chart. Und das ist der, den wir eigentlich jetzt für jede weitere Ausgangsdiskussion nutzen sollten. Gut, nichtsdestotrotz, das war die eine Variante. Die zweite Variante ist dieser Renko Live Chart. Dann werfe ich den mal hier drauf. Das breche ich ab, weil der würde gleich meckern. Der muss auf M1 starten, sonst funktioniert er nicht. Das sieht man übrigens dann nur hier unten im Journal. Also wenn man nichts geht, nachgucken, ob M1 und der gleiche Hinweis von gerade, Import von DLLs zulassen. Ohne das läuft gar nichts. Hier steht jetzt Renko Box Size, jetzt auch in Englisch. Und machen wir es mal gleich auf 4 Bips. Und jetzt muss man hier noch eins sehen. Offline Time Frame ist die 7. Das brauchen wir. Werdet ihr gleich sehen. Erstmal klicke ich hier auf OK. Und jetzt passiert ja eigentlich gar nichts. Außer dass hier oben steht, Renko Live Chart Offline Euro Neuseeländischer Dollar M7. Okay. Das ist das, wo wir hin müssen. Also gehen wir hier auf Datei, Offline-Charts öffnen und suchen den Euro Neuseeland-Dollar M7. Da ist er. Und here we go. Oder auch nicht. Wo ist er? Zweiter Versuch. Keine Ahnung, warum der nicht gekommen ist. Euro. M7, da ist er. Und wir sehen die Renko-Charts. Ich mache es größer. Ich mache Candlesticks draus. Und hier ist er. Jetzt haben wir unseren Renko-Chart. Und der aktualisiert sich auch. Jetzt, das Gute ist, ab jetzt dann auch mit echten Ticks. Das heißt, wenn er läuft, dann wird er auch sozusagen super korrekt. Die Historie ist gemalt. Für auf Basis von M1-Daten. Und hier ist jetzt der Vorteil, den ich erwähnt hatte. Ich kann jetzt hier auch beispielsweise einen Indikator draufwerfen. Also zum Beispiel ein 50er EMA und so weiter. RSIs rauf und runter. Also ich kann jetzt hier die ganz normalen Indikatoren wiederum auch in diesem Chart verwenden. Was ich zusätzlich interessant finde, um vielleicht damit noch eine bessere Analyse in Summe hinzukriegen. Analyse machen wir gleich noch. Hier ging es mir jetzt erstmal darum, zu zeigen, wie man im MT4 diese beiden Tools überhaupt nutzen kann. Übrigens, hier kann man natürlich auch wieder weißen Hintergrund und alles Mögliche machen, also und auch andersfarbige Candles. Aber das kennt ihr vom normalen Internet. Okay. Gut. Also, da gibt's, hat mir nochmal jemand geschrieben, auch direkt von JFD etwas. Das ist ein bisschen peinlich, aber man lernt halt nie aus. Nennen wir es mal von genau da. Also, hier haben wir jetzt zwei Möglichkeiten von Renko-Charts. Die sollten nicht allzu verschieden aussehen. Passt soweit. Also man sieht es auch, die passen in der Tat ganz gut zusammen, also die beiden Renko-Charts untereinander. Jetzt wollen wir mal mehr noch in die Praxis gehen. Weil eigentlich ist, wann immer wir über Renko-Charts reden, ist eins die erste Frage, was ist eigentlich die sinnvolle Einstellung für die Brick Size in Renko-Charts? Die Freiheitsgrad haben wir ja jetzt. So ähnlich. Ich sag mal, wie wir im normalen Candlestick-Chart den Freiheitsgrad haben, nehmen wir M1, M5, H1, D1, whatever. Also welche Timeframe nehmen wir? So ähnlich ist es bei Renko-Charts mit der Brick-Size. Also wie groß, also welche Bewegung, welche Preisänderung soll ein Brick-Candlestick
Kubrick darstellen. Naja, und da gibt es jetzt verschiedenste Möglichkeiten. Natürlich die logische, so wie die Indikatoren direkt gedacht sind, nämlich feste BIPs. Jeder hat vielleicht eine Idee, was für ihn eine gute Bewegung ist und sagt dann, ja, 4 BIPs gefallen mir oder welche Zahl auch immer. Gewissermaßen legt man da sowas Ähnliches fest wie die Timeframe, nur preisbasiert. Ich vermische die beiden Sachen jetzt gerade ein bisschen, aber natürlich, je kleiner man diese Brick Size macht, umso mehr wird es eher M1 ähnlich. Und je größer man die macht, umso eher wird es D1 ähnlich. Nichtsdestotrotz, wir haben nicht wirklich eine Zeitebene. Ein anderer Ansatz, der gerne gemacht wird, ist, man verwendet einen ATR aus einer höheren Timeframe und nimmt das dann als aktuelle Brick Size. Oder also genau genommen irgendein ein Multiple. Angenommen, ich habe ein ATR von 20 BIPs auf D1-Basis im Euro-US-Dollar. Jetzt ganz frei erfundene Zahl. Dann könnte ich ja sagen, okay, dann nehme ich mal ein Viertel davon, 5 BIPs als sinnvolle Brick Size. Dadurch passe ich mich so ein bisschen der Volatilität an. Ist kein schlechter Ansatz. Ich selbst habe einen anderen Favoriten. Und mein Favorit ist eine eurobasierte Brick Size. Das heißt, worauf will ich hinaus? Ich will es gleich so ein bisschen auch an meinen Trading-Stil, an mein Trading-Verhalten anpassen. Und mal angenommen, ich gehe eher meine Trades mit 0,01 Lot ein. Nur mal als Annahme. Und ich will ein 1-Euro-Brick jetzt dann daraus kreieren. Ein 1-Euro-Brick. Wenn ich das umrechne, dann sind das 11 Bips. Dann sollte ich vielleicht meine Brick Size auf 11 Bips stellen. Das ist nicht uninteressant, weil jetzt repräsentiert eine solche Brick immer einen festen Eurobetrag bezogen auf eine bestimmte Lot Size. Also hier gehe ich jetzt einfach auf die Minimum Lot Size von 0,01 Lot. Und das führt nachher zu vergleichbaren Charts, auch zwischen verschiedenen Symbolen. Also wenn ich mir die gleichzeitig angucke, zeige ich gleich noch. Das ist für mich der absolut interessanteste Ansatz, weil ich habe ja vielleicht so typische Regeln für mein diskretionäres Traden, wie ich bleibe jetzt bei den 0,01 Lot, Stop-Loss vielleicht so 4 Euro, das wären dann 4 Brick-Sizes. So ein Take-Profit ist nachher vielleicht 10 Euro, das wären dann vielleicht 10 Bricks. Das heißt, ich habe ein unmittelbares, eurobasiertes Preisgefühl in meinem Chart. Das sind Informationen, die habe ich sonst überhaupt nicht. Also wenn ich auf, also ich zumindest, ich kriege das nicht direkt im Chart, sogar schon die Eurobeträge von potenziellen Trades gedanklich schon zu sehen. Wenn ich den Trade dann aufgegeben habe, klar, dann sehe ich die tollen Linien, die mir im T4 reinmalen. Aber schon im Vorhinein genau dafür ein Gefühl zu kriegen, das ist aus meiner Sicht ein sehr interessanter Ansatz. Der ist dadurch natürlich jetzt nicht einheitlich für uns alle, weil der eine tradet eher 0,01 Lot, der nächste tradet immer ein Lot. Der nimmt dann garantiert andere Einstellungen. Wie rechnet man das übrigens ganz schnell um? Wer das haben will, dem habe ich noch ein Excel-Sheet vorbereitet, wo man das einfach hier eintippt. Also man sagt seine typische Lot Size, dann diesen Euro-Wert, den man nachher haben will. Und was man dann noch braucht, also nur als Beispiel, wenn man jetzt das Ganze für den australischen Dollar, kanadischen Dollar machen wollte, dann müsst ihr hier jetzt den Wechselkurs vom Euro kanadischen Dollar eintragen. Nur dann erhaltet er hier sozusagen die richtige Zahl. Und ich habe sie dann in 3 Einheiten ausgegeben, in wirklich im Preis, dann in diesen ominösen Punkten und in Bips. Hier steht noch ein Wert, der hat was mit Yens zu tun. Also das wäre jetzt irgendwie sowas wie 1,60. Und dann wäre, also das wären das zum Beispiel 16 Bips. Das ist für mich der in Summe interessanteste Ansatz, eine gute Brick Size. Ah, jetzt habe ich ausgerechnet den geklickt. Jetzt sehe ich die Sanduhr, ich habe auf den falschen geklickt. Also switche ich schon, weil dann bin ich schneller. Wenn man das macht, dann
kann man sich gleich ein komplettes Chartbild auflegen. Und da die Zeit schon fortgeschritten ist, wechsle ich da sofort hin, denn ich habe schon ein zweites Profil vorbereitet. Und das ist das Renko-Profil. Und jetzt gehen hier überall neue Charts auf. Und here we go. Jetzt haben wir einen neuen Blick auf unsere Märkte. Was ich gemacht habe, ist, ihr seht, ich gucke ja immer gerne einfach nur auf Euro gegen einen anderen. Also hier oben, links oben ist Euro, australischer Dollar, Euro, kanadischer Dollar und so weiter. Und schließlich habe ich noch Gold, DAX und den S&P 500 und habe jeweils die Renko-Charts dazu gemacht. Die Brick-Size habe ich jetzt genauso individualisiert. Also die ist zum Beispiel jetzt hier im Euro, australischen Dollar, ist die 16,1 Punkte. Weil 16,1 Punkte sind 1 Euro. Das heißt, jetzt ist ein so ein kleines Quadrätchen hier, hat die Größe von 1 Euro. Ich kann also quasi schon meine Trades anvisieren, wenn ich das jetzt hier mir überlege. Ja, das macht das Ganze natürlich durchaus sehr angenehm, weil ich auch sehe, ob die Bewegungen dann für mich auch ausreichen. Also wenn ich nachher 10 Euro Trade Profit haben will, dann weiß ich sofort, okay, das sind hier 10 solcher Bricks. Und das gibt mir super Gefühl. Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier meinen Trade ansetzen wollte und will nachher 100 Euro mit dem Trade verdienen bei 0,01 Lot, dann wären das 100 solcher Bricks. Da kann ich wahrscheinlich ziemlich lange darauf warten, bis der Trade dann im da mal angekommen ist. Das heißt, ich kriege zu meiner Risikoeinstellung, was typische Stop-Losse angeht, auch gleich schon ein Gefühl für den Trade. Das zum einen. Zum anderen gucken wir mal uns so einen Chart an und machen ganz normale Chart-Analyse. Also Hoch und Tiefs. Ja, nichts ist einfacher zu sehen als Hoch und Tiefs. Genau in Renko-Charts. Also das ist sehr gut. Die klassische 1-2-3-Analyse kann ich hier blind machen. Das geht sofort. Viel einfacher als im normalen Chart. Unterstützungen, Widerstände, solche Linien kann ich mir jetzt hier sehr, sehr schön auch schon direkt einmalen. Das heißt, wir haben hier drin eine noch tiefere Bedeutung. Und überhaupt Trendphasen kann ich hier sehr schön erkennen. Und Trend umkehren dann ebenfalls. Passt also sehr gut zusammen. Und wenn ich das tatsächlich so angruppiere, wie ich das hier gemacht habe, dass ich immer die Brick Size 1 Euro für Minimum Lot Size Trade mache, werden auch meine ganzen Chartbilder sozusagen unmittelbar zueinander vergleichbar im Sinne von, in welchem Währungspaar ist denn hier überhaupt gerade was los? Weil die sind sozusagen autoskaliert. Aber jetzt in Euro. Und das ist gut, weil sonst haben wir schon mal die Situation, dass wir gar nicht immer, wir gucken auf Euro, Schweizer Franken und meinen, da bewegt sich ja verdammt viel und in Wahrheit ist es gar nicht so. Das ist sozusagen in Summe die Möglichkeit, die hier unmittelbar aus den Renko-Charts heraus möglich wird. Ich will das aber kurz ein bisschen beleuchten und dann räume ich auch das Feld für das Folgewebinar, weil ich will noch ein paar Hinweise geben, wie man zu den Strategien kommt. Also wir wissen, Traden im Renko-Chart, ja, normale Chartanalyse. Die Widerstände und Unterstützungen werden besser sichtbar und auch die Trends. 1, 2, 3 haben wir gerade gesagt, ebenfalls. Breakout-Strategien kann ich machen. Auch sehr gut kann ich Reversal-Strategien im Renko-Chart machen. Immer dann, wenn ich erst die ganze Zeit hier so ein Hin und Her sehe, dann lädt mich das genau genommen dazu ein, auf Reversal, also wieder in die andere Richtung gehen, meine Trades zu platzieren. Eine Achtung, wenn man den Stop-Loss setzt im Renko-Chart, sollte man immer dran denken, plus ein Brick. Ich will es mal kurz hier zeigen. Mal angenommen, ich will jetzt hier einen Trade machen und ich will meinen Stop-Loss hier unten setzen, also auf einen Long-Trade auf Euro-japanischem Yen. Dann gehört der Stop-Loss nicht hier hin, also unter den roten, sondern ein Brick tiefer. Weil auch diese Brick hier, da können Kurse gewesen sein, die
in Summe noch genau einen drunter gehen. Dadurch kriege ich hier noch so einen zusätzlichen kleinen Sicherheitspuffer, also ein BIP, ein Brick Stop-Loss extra, sollte man sich hier definitiv immer gönnen. Das war jetzt mal ein anderer Blick auf Charts, nämlich auf Renko-Charts. Renko-Charts sind preisbasiert und für mich zählt der Preis mehr als die Zeit. Eigentlich zählt die Zeit auf der anderen Seite nur, wenn es nachher um Swap-Kosten geht. Aber ansonsten ist mir die Zeit egal. Deswegen sind mir auch Renko-Charts sehr, sehr sympathisch. Chartanalyse wird einfacher und das Rauschen verschwindet. Insbesondere trendlose Phasen, wenn ich gerade bei etwas größeren Brick-Sizes, die verschmelzen zu einem einzigen Brick. Hey, das ist gut. Man muss sich dran gewöhnen, das weiß ich. Und am besten schaltet man die anderen aus und guckt sich mal so ein, zwei Tage lang die Chartwelt nur aus dem Blickwinkel der Renko-Charts an. Das ist interessant. Glaubt mir, ihr gewinnt zusätzliche Einblicke, da bin ich mir ziemlich sicher. Soweit von mir, leicht verkürzt, eine Minute zu lang, um direkt umzuschalten und dann gleich auch live beim EZB-Zinsentscheid zu sein. Mal schauen, was passiert. Ich bin da wie immer, ihr wisst es. Sowas von neutral. Ich bin froh, wenn ich überhaupt vorher weiß, dass heute ein Zinsentscheid ansteht. Aber warum habe ich es mitgekriegt? Ja, nur wegen der Webinardopplung, weil wir dann zwei verschiedene Webinarkanäle benutzen, um uns nicht gegenseitig rauszuschmeißen. Sonst wäre wahrscheinlich der EZB-Zinsentscheid, nicht der EZB, der FED-Zinsentscheid an mir mal wieder spurlos vorübergegangen. Und ich hätte mich dann morgen vielleicht gewundert, aber nicht wirklich. Was auch immer passiert. Soweit von mir. Euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß mit der FED und vielleicht auch in einem anderen Webinar. Bis zum nächsten Mal dann. Macht's gut. Tschö.